Und das ist ja lustig hier. Inmitten eines Wohngebietes einfach durch ein Holz zu laufen und sowas von lost. Ein Whisker. Mama Mancinis Spaghetti schon mal vorgeweicht vielleicht? Ich habe den gerade fast draufgefasst, Alter. Auf die Leiche, oder was? Ah. Oh, die Leiche, da liegt die Leiche. So, du hast die Gedärme aus der armen Maus rausgequetscht. Also bloß nicht nachmachen, die Scheiße, weil ganz ehrlich, wir wissen auch überhaupt nicht, was wir hier tun. Eine Whisker. Osten ist schon was Besonderes. So ein Computer. Sogar noch nichts geklaut. Ist es was Besonderes? Nee, ist ein Aldi-Board. Ist nichts Besonderes. Sehr lange her, dass hier entkernt worden ist. Aufgefallen ist es uns eigentlich nur, weil hier auf der Hauptstraße ein Fenster offen steht. Vorsichtig die Treppe. Knarzt ein bisschen, aber scheint soweit okay. Ja, das geht. Das geht. Da ist auch überall nur der Lack vom Holz ein bisschen ab. Der Rest sieht noch tatsächlich ganz okay aus. Natürlich hier die Fenster mit dem Zeug, was hier reinwuchert. Super Schnieke hier oben und Müll hat auch ja, was, aber nicht ganz so viel wie hier draußen. Genau, da habe ich noch ein bisschen Asche. Ein bisschen Dreck auf meiner Abflug. Ja, irgendwer hat schon angefangen mit Entkernen hier überall und es dann mittendrin sein lassen. Das ist natürlich eine Nummer, ey. Uha. Das sieht natürlich geil aus, ne? Ja, gut, aber ich muss ich nicht mehr hoch, ja. Guck mal. Ja, es ist ein bisschen angefault. Ein bisschen mehr vielleicht. Der Fußboden ist generell nicht mehr gut. Allein, dass man sich die Mühe gemacht hat, hier entkernen zu wollen, ist ja schon eine sportliche Geschichte. Und da muss ich widersprechen, nicht alle. Vorsichtig. Schaut alles mitten. Alter. Gut, jetzt lustigerweise gerade nicht, aber die Straße war ganz gut gefahren, als wir hier reingegangen Auto sind. Auto direkt vor die Location gefahren, du kannst dein Auto machen. Also, super, ja, das ist jetzt Zufall gewesen, aber praktisch, praktisch. Oh, guck mal, den Stuhl, das ist ein Stuhl gesehen. Das ist ein Stuhl. Stuhl? Stuhl, Stuhl, ganz, Stuhl, ganz. Aber gucken wir mal vorsichtig. Auf den Dachboden. Die Treppe von unten sah sie soweit okay aus. Bis jetzt. Zum Glück sind das Gestrüpp hier auch nicht Dorne, was hier reingewuchert ist, sondern einfach nur irgendwas Struppiges. Ich hab die Scheiße gleich im Gesicht hin. Doch, man kann hier lang gehen, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Uha, ja,
Stadtkeller hatte hier jeder einen Dachboden oder sowas. Der einzelnen Parteien oder so. Ja, aber was das für einen Sinn macht, mit so großen Styroporklöppelchen zu dämmen, ist mir ehrlicherweise ein echtes Rätsel, weil solange man es nicht hermetisch abdichtet, ist da so viel Luftzirkulation, dass der Dämmungseffekt ziemlich lächerlich ist. Und hier stehen noch Fernseher, guck mal. Ich muss ein bisschen langsam laufen, weil ich nicht sicher bin, wie gut der Boden ist hier. Gut, irgendwer müsste natürlich da schon mal irgendwas drauf pinseln. Schade eigentlich. Irgendwer anders hatte hier auch noch Spaß in so einer Schlaufe hier. Alles wuchert durch die Fenster rein. Ist sowas, Heidewitzka, sowas. Quasi mitten in der Stadt, das ist ja unglaublich. Oh, hier geht es noch eine Treppe runter in das Nebenhäuschen. Allerdings ist hier, weiter würde ich jetzt nicht mehr laufen wollen, hier sind die Fußböden richtig scheiße. Hier weiter nach hinten, nicht weiter als ich stehe, unter mir hat es gerade schon Knirsch gemacht. Geh mal ganz vorsichtig. Da hinten ist scheiße, ja. Außenrum zu der Treppe da. Hier? Ja, darum, ja. Wie die hin? Weiß ich nicht, ja runter in das Nebengebäude nehme ich mal stark an. Also. Die runterlaufen? Ja, da laufen jetzt wieder runter. Du weißt jetzt nicht, wie, ob die so toll ist. Oh, das Holz hier ist okay, hier oben noch. Ich gebe dir andere Treppe, weißt du nie, wie die ist? Nö, das dürfte gehen. Wenn nicht, super. Rette die SD-Karte, publish das Video. Toll, ganz klasse, ich bin begeistert. Aber warte mit dem Runterlaufen, bevor bis ich unten bin. Bitte? Ich habe keinen Plan, aber da unten steht ganz viel Zeugs runter. Ich glaube, ich sehe einen Industriesauger durch den Türspalt da. Aufpassen hier. Die Treppe ist ein bisschen steiler als die anderen beiden. So. Die Tür geht auf. In irgendeinem anderen Teil des Hauses unten. Nur dass hier die Decken nicht mehr so gut aussehen. War eine gute Idee, da oben nicht weiterzulaufen übrigens. Und ein Industriesauger. Hier ist noch eine ganze Küche mit Spülmaschine und eingelegten Gurken. Mama Mancinis Spaghetti schon mal vorgeweicht vielleicht? Mhm. Lecker. Ceylon-Tee. Haben wir noch was versteckt? Ja, guck mal. Was ist sowas? Hier. Rindergulasch mit Champignons. Oh, munchi, 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 munchi. Tatsächlich jemand Haferflocken begonnen zu machen und es dann sein lassen. Das ist ja. Ist ja viel. Ja, hier irgendwas hat die Tüte Haferflocken aufgefressen, die Haferflocken aber stecken lassen hier. Ja, gut, man kann ja nicht überall was drin finden. Ne? Kommt zu. Der Boden ist recht weich da drin und dem Schreibtisch ist nichts.
Aber das ist ja echt malerisch hier mit der kaputten Küche und alles Murat rein hier durch die Fenster. Ich meine, ne, ist lange keine Top-Location oder sowas, aber für einfach so einen Fund nebenbei oder vorbeigucken. Ein Stück weit geil. Ich weiß nicht, ob du da durch willst. Willst du da durch? Oh. Erstmal hier bei Herrn oder Frau Riegel rein. Ist aber abgeschlossen, das nicht. Bitte? Da ist noch einer. Oh oh. Hier musst du ein wenig. Oh cool, das sieht malerisch aus da drin mit dem Bettchen. Jetzt kann ich da gar nicht gucken. Du mit seinem Köter wieder rum. Wo? Der Idiot aus mit seinem Köter. Hast du ihn gesehen? Hat er dich gesehen? Nee, er läuft nur an der Straße. Warten Sie wirklich. Ja, noch sind wir im ersten Geschoss hier, ne? Also. Okay, wir mussten mal kurz warten, bis der Idiot mit seinem Köter weg ist. So O-Ton vom Herrn Expedient. Nur für den Fall, dass Sie das hier sehen, Sie mit dem Köter. Das ist rein subjektiv und bestimmt nicht persönlich gemacht. So. So, der Idiot mit dem Köter ist weg. Wir können mal weiter gucken hier. Das ist aber der Boden. Ich hoffe, das ist nur Teppich, der sich behoben hat. Wir sind ja immer noch nicht im Erdgeschoss wieder. Das ist ja das erste OG hier. Das sind ja Dinge. Okay, der ist zum Glück leer, der Kühlschrank. Oh, Wiener Melange. Ein Kaffee-Feinschmecker hier am Berg. Kann man direkt bei Ariel noch mal gucken hier. Ja, schauen uns mal vorbei. Das war die Tür, die nicht aufging. Und irgendwer hat direkt über die Tür irgendwie Stromkabel verlegt. Hier ist ja auch super praktisch. Sie zu Recht auch abgeschlossen. Der Schlüssel steckt da. Haufenweise Werkzeuge hier. Ja, aber Herr Riedel hat haufenweise Dübel gesammelt und Schrauben und Heizkörperthermostate, Trennscheiben, Meißel. Hier ist ja alles, was man braucht, um so eine Ruine wieder flott zu machen, bis auf, das ist vergebene Liebesmühe. War das da, wo ich gerade nicht lassen gehen wollte? Ja, genau. Das Treppenhaus ist genau hinter der Tür da. Ich glaube, wir haben das gut gemacht. Ja, da, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Decke sieht auch nicht mehr so toll aus, wie man sich sagen darf. Absolut nicht. Ja, ich meine, so, es ist ein wenig. Es könnte was regnen, was Schwereres demnächst, hast du? Guck dir das mal an da rein. Scheiße. Alter, das hier. Ja, das ist. Ne, in die Räume sind wir zum Glück ja auch nicht reingegangen. Aber da sind wir lang gelaufen. Nein, da sind wir nicht lang gelaufen. Bist du sicher? Na, bin ich mir sicher. Ja, ganz sicher. Das sage ich jetzt auf jeden Fall, weil wir haben minderjährige Zuschauer, weißt du? Hui! Ach, ich vergesse. Was hier der Teppich oder was auch immer, so komische Dinge machen. Ich bin jetzt tot erschrocken hier. Also bloß nicht nachmachen, die Scheiße, weil ganz ehrlich, wir wissen auch überhaupt nicht, was wir hier tun. Kommen wir jetzt hier raus? Wir kommen hier nicht mehr raus, nee. Also wenn wir so noch einen Stockwerk tiefer. Hier ist so eine komische Treppe. Scheiße. Hast du die Kamera fotografiert? Ich hab keine Kamera mehr. Versuchen Sie. Eigentlich wollten wir da hinten hin zu dieser Fabrik da, aber es ist ja gut, dass man nicht alles so hier zufälligerweise findet. Ich warte hier oben mal, bis du da komplett runtergelaufen bist, ne? Ich merke jeden Schritt, den du tust, hier oben auf der Treppe übrigens. Das geht jetzt hier aber auch nicht mehr 10 Jahre gut doch. Nee, hier waren wir noch nicht. Ich war hier noch nicht. Der Motorschlüssel liegt im Sicherungskasten, möchte ich noch sagen. Ach so, okay. Der Motorschlüssel liegt im Sicherungskasten. Das ist ja schön. Der Wohnungsschlüssel. Das sollte man auf jeden Fall aufschreiben, dass das nicht jeder sofort sieht. Nicht Sicherungskassen oder sowas. Mhm.
Warmwasserboiler? Ja, ich komme da durch. Ja. So, ich weiß nicht, warum er weich ist, aber ich glaube, das liegt daran, dass hier so viel von kaputten Trockenbauplatten und Styropor von der Decke liegt hier, die hier einfach runtergefallen sind. Ja, das sind auch Geschichten. Hier hat man auch wieder Holz in Zementputz gelegt. Ne? Ich meine, es ist halt keine gute Idee, Holz in Zementputz zu legen. Ne? Ich mache IT, wieso weiß ich das? Es ist alles einfach nur ein bisschen kaputt gegangen, hier weggegammelt und dann von irgendjemandem mal schnell weggestellt. Oh, schade. Nichts. Aber es riecht Lost da drin. Oh, es kommt ein echt loster Geruch daraus, ja, ja. Reicht jetzt aber auch hier. Es ist auch so herrlich gut belüftet vorher. Darf man hinten, sieht es aus wie ein Kühlschrank. Von vorne. Ist es ein Kühlschrank? Ich hab nicht, was du gesagt hast, ist denn das? Ist leer. Was habe ich da gesammelt? Was liegt die da eigentlich vor? Was liegt die da drauf? Ich kann nicht gesehen. Warum sie. Ja, aber ich habe da fast drauf. Ständig die Leiche. Ich hab da fast gerade so drauf gefasst, wie abschützen wollte. Nochmal ein Shot, das war sehr erfolgreich. Sag ja. Nochmal, Leichenfund. Nein, mach es richtig, Schauspieler. Schauspieler, ich habe da gerade fast drauf gefasst, Alter. Auf die Leiche, oder was? Ja. Oh, die Leiche, da liegt die Leiche. So. Ich bin noch weg, wollte ich abstützen, da habe ich. Du hast die Gedärme aus der armen Maus rausgequetscht. Ich habe da nicht angefasst, aber ich habe. Du hast da voll reingepackt. Natürlich, ich habe das doch genau gesehen. Deine Hand ist total eben. Du kommst nicht mehr ins Auto. Ich habe den Schwanz berührt. Das interessiert dich deiner Frau jetzt nicht, oder? Das war richtig eklig. Was liegt denn die Maus da rum? Achso, das war die verschlossene Tür von da links gehalten. Ist ja. So. Oh, das Badezimmer habe ich noch nicht gesehen hier. Es könnte sogar sein, dass es von selber abgefallen ist hier. Ja. Das sieht echt nicht nach Vandalismus. Ich glaube, es ist von selber abgefallen. Aber hier noch was drin, kriege ich das auf. Nee, das ist nur ein Spiel. Was ist denn das für eine dumme Schrankkonstruktion hier? Kriegt man das in der Mitte hier nicht auf, oder was? Nee, in der Mitte ist wirklich nur ein Spiegel. Plus Spinner, plus. Ja, lass die. Ah, das ist auch wieder eine spannende Geschichte. Wollen wir mal gucken, ob wir über die Mauer jetzt zu der Fabrik kommen? Meinst du nicht? Oder hier unten durch den Keller? Ich glaube, wir sollten mal durch den Keller laufen, ne? Obwohl das dann auch sehr, sehr malerisch ist hier. Ja, so sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ne? Ja. Gucken wir mal vor, wie hier im Keller durch, ist. Durch, ja, scheint ja nichts. Ne? Ich mache mal hier einfach die Eimer hier weg, ohne jetzt alles anzupacken. Einmal rollt. Kann man, aber ich wollte gerade nicht, weil du hast letztes Mal voll die Maus angefasst, und zwar eine tote, die Gedärme rausgequetscht. Warum liegt die da rum? Ich glaube nicht, dass sie sich das ausgesucht hat. Ich glaube nicht, dass sie sich das ausgesucht hat. Na gut, aber. Oh, Bagger. Ja, durch, weiß ich nicht. Nee, es ist halt einfach ein Keller, der hier irgendwie unten drunter zu sein scheint. Aber es ist alles verfault und zerfallen hier drin. Also ich glaube, die Santa Maria, wenn sie nochmal irgendwer findet jetzt gerade, ist auf keinen Fall in schlechterem Zustand als dieser Keller. Gudi. Ach, wenn ich hier unten schon mal stehe, dann mache ich hier ein Foto. Achso, währenddessen gucke ich sexy Popo. Sexy Popo. Na, mit Popo ist aber. Hast du aber eine dicke Flashlight? Ja, ne? Kann man sich jetzt aussuchen mit A oder mit E. So. Oh, ich hab schon was an. Ja. So. Auf das Dach von diesem Keller, so durchgefault wie das da oben war, möchte ich jetzt aber nicht klettern. Gut, dass wir da vorher reingeguckt haben. Hier sollten wir nicht Richtung Fabrik gehen. Doch, hier ist irgendwie noch ein zweites Geschoss drüber. Faszinierend. Ich glaube, ich mag mal hier unten in das Gewölbe gucken nochmal. Ja. Ja, vorbei an dem
moderneren Elektroheizkessel und einer gar nicht mehr so kleinen Parabolschüssel. So, kommen wir dann jetzt vorbei. Das ist auch schon wieder. Bloß kein Lärm, wirklich wichtig. So. Gute Nacht. Oh, klar, für sowas hat man einen Keller. Man sammelt den Schutt und... was ist denn das? Altöl. Ist eindeutig Öl. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Das sieht aus wie Ölfilter hier drin. Das sind Ölfilter. Hier hat irgendwer Ölwechsel gemacht und einfach das Öl hier stehen lassen. Und der Eimer fängt langsam an zu siffen und meine Pfoten sind auch bäh. Das ist ja ekelhaft. Ja, gut. Ja, also offenweise Altöl. Das Palim-Palim, war das nicht mal so eine Show, die ist richtig populär war? Heiles Glas und Porzellan. Das macht Palim-Palim. So. So, ja mal. Die Bäume stehen hier schon. Cooler Fund hier, dieser Loste Innenhof mit Wohnung. Jetzt muss man wirklich sagen, ist ein Leist.